Bei YouTube lagern unvorstellbare Datenmengen. In jeder Minute wird Filmmaterial in der Länge von 2 Tagen hochgeladen. Vieles davon ist Schrott, das ist klar. Aber wir wollen natürlich hier einen Beitrag leisten und wertvolles Material hochladen. Zum Beispiel einen Lernfilm. Ich habe hier ein Beispiel vorbereitet. Allerdings kein sehr sinnvolles, es musste einfach kurz sein. Ich bin schon angemeldet, wie du siehst. Das ist die Voraussetzung, dass du einen YouTube- oder einen Google-Account hast. Und jetzt kannst du eine Datei auswählen. Ich habe sie schon auf dem Schreibtisch. Sie ist wirklich sehr doof. Während dem Hochladen kannst du bereits den Titel ändern. Und ganz wichtig, die Tags. Die Tags sind Schlüsselwörter, die eben helfen, den Film später wieder zu finden, die dem Film ordnen zu helfen. Die werden durch Kommas getrennt. Und jetzt ganz wichtig, wenn der Film öffentlich ist, so wird er auch von Google erkannt und aufgelistet. Ich will das im Moment nicht, dass alle das sehen, sondern nur diejenigen, die eben den Film kennen, den Link kennen. Als Kategorie wähle ich Bildung und bei den Lizenzen ist die Standard-YouTube-Lizenz okay. Ich wähle normalerweise Creative Commons. Das heißt, mein Film darf weiterverwendet werden, wenn eben der Name genannt wird. Und jetzt ist er schon drin. Bla, 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 bla. Zugegeben, völlig doof, ist ja auch nur ein Test. Wenn du jetzt diesen Film in eine Webseite einbauen willst, dann klickst du auf Teilen. Hier hast du den Link, den du auf der Webseite angeben kannst. Du kannst ihn per Mail verschicken, direkt auf Facebook, Twitter, Google Plus und so weiter posten. Oder über dieses Einbetten kannst du eben einen Code generieren lassen, der sich dann in eine beliebige Website einbetten lässt. Ich wähle hier meist die entsprechende Größe, die Breite meines Blogs. Der Code wird automatisch angepasst. Ich kopiere ihn. Hier bin ich in meinem Blog und hier soll der Film nun eingefügt werden. Ich muss aber in die Code-Ansicht, weil ich einen Code einfüge. Und jetzt publiziere ich die Geschichte. Und wenn wir diesen Blog anschauen, so siehst du, dass der Film schon eingebaut ist. So einfach ist es, einen Film zu produzieren. 2 Dinge musst du beachten. Erstens, es darf keine Urheberrechtsverletzungen in diesem Film geben. Also der Soundtrack, der muss von dir selber produziert werden oder der muss lizenzfrei sein. Im Film zur Musik wurde dir gezeigt, wie du solche Musik findest. Zweitens, allfällig dargestellte Personen in diesem Film müssen mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Es geht also nicht, dass du Leute in peinlichen Situationen filmst und sie ohne ihr Einverständnis dann eben veröffentlichst.